Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge gebe ich euch einen kleinen Überblick über Audio und MIDI, Routing und Recording. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier ein kleines Liedchen zusammengetackert. Das wird immer mal wieder gespielt werden, aber eigentlich geht es darum nicht. Und eigentlich geht es darum, um das ganze Audio- und MIDI-Konfiguration, Routing und Recording so ein bisschen. Und gehen wir gleich mal in die Einstellungen hier oben, eben in das Dashboard und in den Settings unter Audio findet man gleich die ganze Audio-Einrichtung. Das heißt, mit welchem, da ich unter Linux arbeite, arbeite ich hier mit Jack. Das sieht bei euch vielleicht dann auch anders aus. Da steht das Audiosystem und hier stehen die verschiedenen Input-Busse von meinem Audio-Interface und auch nochmal einen Input-Bus hier zum Beispiel von meinem Desktop. Kann ich zum Beispiel Audio von meinem Browser reinrouten in Bitwig. Und dann gibt es die Output-Busses. Das heißt, alles, was ihr definiert habt oder was standardmäßig definiert ist von Bitwig, was hier rausgehen kann. Natürlich kann man noch Mono- und Stereo-Busse hinzufügen. Genauso kann man hier unten auch bei den Output-Bussen noch Mono- und Stereo-Busse hinzufügen und Speakers und Headphones und alles Mögliche. Das zweite mit den MIDI-Geräten findet man unter Controllers. Und hier sind die ganzen MIDI-Geräte definiert. Das heißt, ich habe jetzt hier aktuell einen Ableton Push 2 Controller dran, dank dem Skript von dem Jürgen Moosgraber. Wenn ich hier die Konfiguration aufklappen möchte, das klicke ich einfach das Rädchen an und dann habe ich hier so eine gesamte Konfiguration. Das ist eine ganze Menge. Dann habe ich hier eine Remote 25, die ist gerade nicht angeschlossen. Die funktioniert normalerweise über das MIDI-Interface von meinem Audio-Interface, das ich hier angeben kann. Dann habe ich einen Artorium Microlab Mini-MIDI-Keyboard, so rum jetzt, angeschlossen, das über USB funktioniert. Und manchmal habe ich noch ein Instrument hier angeschlossen, ein kleines. So, das ist erstmal die Konfiguration. Die sollte erstmal stimmen. So, und jetzt geht man zum Beispiel in einen normalen Instrumententrack, der hier durch dieses Keyboard angezeigt wird. Und wenn man den Inspektor auf hat, sieht man hier unten den Input und den Output von diesem Kanal. Ich habe jetzt dieses Stück extra so ein bisschen komplexer aufgebaut. Normalerweise ist der Output-Kanal immer ganz unten der Master, standardmäßig. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Track hinzupacke, den habe ich jetzt hier, standardmäßig All-Ins und der geht auf Audio Master. So, machen wir das aber mal wieder weg, weil ich habe es ja, ihr wolltet es ja komplexer. So, das heißt, ich habe jetzt hier mit All-Ins definiert, wenn ich das jetzt mal aufklicke, das sind alle meine Inputs, die ich auf diesen Kanal kriegen kann. Ganz oben steht natürlich No-Input, den Input kann ich auch kriegen. Und die anderen Inputs mit All-Ins, na klar, alles was hier unter Node-Input hier oben definiert ist, ist All-Ins. Das heißt, es kann das Computer-Keyboard sein, das schalte ich hier ein mit der Feststelltaste, also der Caps-Lock-Taste. Dann gibt es das Touch-Keyboard, das Touch-Keyboard Keyboard ist hier unten rechts, kann ich einschalten. Wenn ich einen Touchscreen habe, dann kann ich dieses Touch-Keyboard hier benutzen mit den Fingern drauf rumtatschen oder eben mit der Maus. So, gehen wir wieder hier in den Bereich All-Ins. Dann gibt es eben mein Push, das ich angeschlossen habe, mein Artoria und dann kann ich noch hier direkt in die Einstellung rüberspringen mit Add Controllers. Dann gibt es Tracks, die MIDI ausgeben können, also quasi auch einen Input für meinen aktuellen Track sein können. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Und das war es jetzt hier schon von einem Instrumententrack an Inputs. So, wenn ich jetzt hier über Add einen Audio-Track hinzufüge, dann steht da standardmäßig hier unten Stereo in und wieder
Output der Master. Und bei Stereo-In habe ich erst auch mal wieder No-Input, dann meine Sound-Inputs. Dann sieht man schon hier, das ist meine Stimme. Die geht einmal auf den Stereo-In und einmal auf den Mono-In. Und dann können die verschiedenen Tracks auch noch Output liefern, nämlich Pre und Post. Das heißt, Pre ist vor dem Fader hier und Post ist mit dieser Lautstärken-Konfiguration oder Einstellung geht es raus. Oder ich gehe direkt von den einzelnen Devices in meiner Device-Chain und fische mir da das Signal ab, was ich haben möchte. Könnte ja sein, dass ich das Audiosignal aus diesem Track haben möchte an der speziellen Stelle. So, das heißt, bei MIDI und bei Audio habe ich dann entsprechend diese Outputs. Jetzt habe ich noch bei beiden Tracks jeweils hier, habt ihr vielleicht gesehen, hier unten ist es einmal orange und beim Audio ist es nicht orange. Ich kann das aber hier auch auf Audio stellen und dann hört man gleich, okay, da kommt was rein, das ist aktiv geschaltet. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob ihr das in der Aufnahme hört. Doch, ihr hört das. Ich bin gedoppelt. So. Und genauso hier auch bei All-Ins. Wenn ich das ausschalte, kann ich irgendwas drücken auf den Geräten. Da kommt nichts mehr rein. Das heißt, ich habe einmal hier einen Schalter. Und ich habe dann hier auch nochmal diesen Armschalter. Der Armschalter schaltet mir automatisch hier auch das wieder ein und aus. Das heißt, ich kann verschiedene Situationen haben, wo ich quasi das anhaben will, aber das nicht auf Rekord haben will, zum Beispiel. So, und bei Audio genau das Gleiche. So, das kann ich unterschiedlich schalten. So, das waren erstmal die Inputs. Im Prinzip haben wir noch die Effekt-Tracks unten. Wenn ich da mal drauf gehe, die haben standardmäßig gar keinen Input und gehen standardmäßig auf den Master. Und der Master an sich hat auch standardmäßig keinen Input, weil alle anderen Tracks direkt an den liefern. Und der Master hat jetzt aber einen Output auf definierte Outputs, was wir vorhin in der Konfiguration gesehen haben, Speakers, Headphones, Stereo Out. Als Beispiel. So, jetzt haben wir die ganzen Inputs und Outputs so ein bisschen betrachtet. Und ich habe ja hier gesagt, ich habe hier was ein bisschen komplexer gebaut und habe jetzt zum Beispiel diesen Track, der geht nicht direkt auf den Master Track, sondern ich habe ein paar Tracks zusammengefasst und habe die in ein Bus-Lied. Ich habe mir so Audiobusse definiert hier, einfach mal so, weil man es machen kann. Und das heißt, das Audio von diesem Track, von diesem Polyglitzer, geht in den Bus-Lied. Und von dem Poly-Low-Pad geht der auch in das Lied. Das heißt, so ein Sammelbus. Im Endeffekt hätte ich auch einfach beide markieren können, gruppieren können, mit Steuerung G. Und dann würden diese beiden Busse erst in diesen Group-Bus gehen. Wenn ich sie nicht schon vorher umdefiniert hätte. Das heißt, ihr seht jetzt, wenn ich hier auf den Polyglitzer gehe, ist der Output immer noch Bus-Lead. Das heißt, der Group-Bus, mit dem kann ich es jetzt einfach nur gruppieren und klein machen. Beziehungsweise, der Group-Bus kann noch mehr. So als Input-Output kann er natürlich dienen. Und hier oben ganz über dieser Spalte habe ich noch diesen Bereich und wenn ich den anklicke, kann ich in die einzelnen Busse reingehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Riesenprojekt hier am Start habe mit ganz vielen verschiedenen Tracks und das wird halt alles unübersichtlich, dann kann ich natürlich hier unten alles noch auf klein schalten. Dann sehe ich noch ein bisschen mehr, aber selbst wenn das zu viel wird, kann ich hier oben rein und kann zum Beispiel nur die Gruppe 1 anzeigen. Dann sehe ich nur die Instrumente aus der Gruppe 1 oder nur die aus der Gruppe Drum und kann dann hier mit dem wieder zurück bzw. dann auch wieder raus auf die Gesamtübersicht. Das sollte man vielleicht noch wissen. Das heißt, zurück zum eigentlichen Thema mit den zusätzlichen Audiobussen. Das heißt, ich habe einfach verschiedene Tracks gruppiert und mir einen Audiobus hierher gemacht, um mit diesem Audiobus quasi die Gruppe nochmal zu gruppieren. Ob man das machen will,
ist so die Frage, der einzige Vorteil, den es hat, im Gegensatz zu den, wenn man das über die Gruppenbusse macht, dass man diese Busse einfach frei hin und her schieben kann. Die Gruppenbusse, wenn ich jetzt hier oben meine Leads habe, ich benenne es jetzt einfach mal Lead-Gruppe mit einem kleinen E. So, hier habe ich jetzt die Lead-Gruppe und natürlich kann ich jetzt auch die komplette Gruppe rumschieben. Aber, ups, aber wenn ich da jetzt so meine Ordnung drin habe und möchte einfach zum Schluss nochmal so Summenbusse haben, wo ich alles nochmal so zusammensummiere und das kann ich ja in mehreren Schichten dann auch machen, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich kann jetzt das ganze Lied hier zusammen summieren, dann den Bass kommt, den mache ich dann auch wieder in einen eigenen Bus und dann summiere ich zum Beispiel Bus und Lied nochmal zusammen, wenn ich da so eine gemeinsame Audiobearbeitung nochmal machen würde und der würde dann heißen Bus, Lied und Bass und die beiden würde ich in diesen neuen Bus rein routen und den neuen Bus dann erst in den Master. So kann ich abgestuft quasi verschiedene Bearbeitungsstufen beziehungsweise Effektstufen mit einbauen. Wie gesagt, man kann das so komplex wie möglich machen, muss man nicht. Aber man hat einfach die Möglichkeit, verschiedene Kanäle in andere Kanäle zu leiten. Audio wie MIDI. Meistens macht man es wahrscheinlich mit Audio. So, also das heißt normalerweise, hier macht man das über Gruppen, dann hat man noch die Vorteile, dass man sich diese Gruppen einfach nochmal separiert angucken kann. Und dann die ganzen anderen Gruppen da weg. Man hört auch die anderen Gruppen, wenn ich das jetzt hier abspiele. Ja, vielleicht mal weiter vorne. Ups. Also man hört auch die Drums und alles, obwohl man nur die entsprechenden Lead-Sounds sieht. So. Gut. So, jetzt hatten wir gerade noch mal die ganzen Inputs, Outputs, Gruppierung, verschiedene Busse, die ich definieren kann, wo ich mein Audio rumrouten kann. Das mache ich alles durch meine Input-Output-Geschichte. Dann, wie gesagt, habe ich die Effektkanäle, die nochmal so ein bisschen anders funktionieren. Und dann habe ich ja gesagt, Master geht ja auf einen anderen Output, nämlich den aus der Konfiguration. Und da sehe ich nochmal zum Beispiel im Studio I/O Panel, hier unten rechts, nämlich wo die Maus ist. Wenn ich da draufklicke, komme ich ins Studio I/O Panel hier oben und da sehe ich meine Outputs. Und da ist zum Beispiel der Speaker definiert. Wenn ich hier nochmal auf den Output hier gehe, da habe ich meinen Speaker zum Beispiel oder Speakers und Headphones. Das heißt, mein Output geht jetzt erstmal direkt in dieses Studio I/O und ich könnte jetzt aber auch direkt nur auf die einzelnen Output-Busse gehen. Das kann ich noch aktivieren. Und eine tolle Geschichte bei dem Studio I/O-Bus ist auch nochmal, ihr könnt den gesamten Track hier auf Mono stellen. Ihr braucht kein extra Plugin oder ein Tool-Device, was ihr auf Mono schiebt. Wenn der Track jetzt hier zum Beispiel läuft, ein Stereo ist, kann ich den jetzt einfach auf Mono umstellen. Das ist ganz gut, um einfach mal die Monokompatibilität zu testen. Und hier habe ich dann noch eine weitere Möglichkeit, wo ich dann, je nachdem, was für Busse ich definiert habe, an meinem Output-Gerät sagen kann, okay, ich will hier so ein Q-Preview auf die Headphones haben. Dann kann ich hier zum Beispiel die Solo-Knöpfe hier umschalten, dass ich sage, okay, die ich hier selektiert habe, nur die gehen an
Oder nur der geht, die gehen an den Kopfhörer, an die Headphones-Ausgang. Sodass, wenn jemand ein Sänger und der will nicht den kompletten Mix, sondern vielleicht nur ein Synthi und das Schlagzeug, kann ich einfach nur ganz gezielt das rausrouten. So, Local Solo an der Stelle ist auch nochmal interessant oder gut zu wissen, das ist standardmäßig an. Das bedeutet, das steht hier auch nochmal, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich hier habe, so ein Drumkit, eine Drum Machine definiert habe. Ich stelle jetzt hier mal auf Solo. Und ich habe hier jetzt, ich hatte eigentlich einen kleinen Track, ach, den habe ich hier vorne. So. Und ich habe hier jetzt einfach mal ganz blöde ein paar Sachen reingetackert, wenn ich das jetzt mal hier spiele. Sondern spielen die beiden hier immer. Habe ich jetzt Local Solo an und drücke hier auf Solo, habe ich nur das. Wenn ich jetzt den gesamten Track anmache, kann jetzt zwischen den verschiedenen Instrumenten hin und her schalten oder die zusammen auch spielen. Und wenn ich Local Solo ausmache, dann höre ich tatsächlich nur dieses Instrument Solo, als würde ich den Kanal auf Solo stellen mit einem Instrument. So, das ist dieses Local Solo. Da stellen wir den Kanal mal wieder auf Stumm. So, also dann haben wir schon mal die Tracks In- und Output, die für MIDI und Audio, das Studio I/O Panel, Monofunktion, super tolle Sache, super easy. Und packen wir das wieder rein, damit es stimmt wieder mit der Kamera. Und jetzt gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt sämtliche Routings, die man mit den Kanälen machen kann. Eine Sache vielleicht noch, ich kann hier jetzt zum Beispiel bei so einem Kanal, wenn ich den hier anhabe, kann ich hier unten auch nochmal direkt hier die Input und die Output mir einblenden lassen. Dann brauche ich den Inspektor nicht. Wenn ich viel Platz auf dem Bildschirm brauche, kann ich das kurz machen. Standardmäßig habe ich persönlich das ausgeschaltet, weil ich das nicht so wirklich häufig brauche und der Inspektor dadurch, dass er immer wieder zu dem entsprechenden Objekt wechselt, was ich da anklicke, ist mir wesentlich wichtiger. Eine Sache vielleicht noch zu den MIDI-Kanälen, das habe ich noch vergessen zu sagen, aber das ist auch nicht unwichtig. Bei den MIDI-Kanälen zum Beispiel hier habt ihr auf der linken Seite im Inspektor noch die Möglichkeit, den MIDI-Kanal dazu zu wählen, weil ihr könnt zum Beispiel auch von den MIDI-Geräten sagen, dieses MIDI-Gerät schickt nur auf Kanal 2 zum Beispiel. Und dann hört dieser Kanal nur von Kanal 2 zum Beispiel. Oder eben All In. Oder von einem Gerät kann ich auch unterschiedliche MIDI-Kanäle schicken, wenn ich ein Gerät habe, das mehrere Instrumente gleichzeitig spielen kann, Polyphon, und ich kann immer sagen, okay, spiel mir das Klavier auf MIDI oder sende mir das Klavier auf MIDI-Kanal 1, beziehungsweise den unteren Teil von dem Keyboard auf MIDI-Kanal 2, den oberen auf MIDI-Kanal 1, den oberen Teil des Keyboards auf MIDI-Kanal 2, dann kann ich das hier definieren und kann zum Beispiel auch gleich zwei Kanäle damit konfigurieren zum Beispiel oder mehr Kanäle damit konfigurieren oder von verschiedenen Geräten sagen, okay, wenn ich auf dem Gerät spiele, dann folgende Konfiguration auf MIDI-Kanal 1 und wenn ich von einem anderen Gerät spiele, auf einer anderen Konfiguration, soll der mir auch auf 1 schicken, weil da habe ich irgendwie noch andere Sachen am Start. Also ihr seid da mit MIDI komplett versorgt. So, und was wir jetzt noch haben, nach dieser ganzen Routing, MIDI, Audio hin und her in den Kanälen und so weiter, gibt es jetzt noch eine weitere Geschichte, die interessant ist. Und zwar nämlich, man kann sich auch sogenannte
Receiver einrichten. Das heißt, es gibt einen Node Receiver von einem MIDI-Kanal, der empfängt oder der holt sich von einem MIDI-Kanal oder von einem Instrumentenkanal die MIDI-Noten, die Noten, einfach so. Und ich habe jetzt hier einen Kanal definiert, der sich von einem, von dem Poly-Low-Pad hier ganz oben, holt er sich die Noten. Das heißt, wenn ich das jetzt mal solo spiele, also, und eine Sache noch, ich habe da jetzt einfach so einen Arpeggiator reingetan mit zwei Steps-Modulatoren, sonst würde man immer nur einen Ton hören, den der da spielt. Das heißt, er holt sich hier die Noten rein und schickt die dann an den Polysynth, den ich hier hinten rangepackt habe. Und zusammen im Track klänge das dann so, wenn ich den gleich anschalte hier. Das heißt, ich kann einfach MIDI-Noten von einem anderen Kanal nehmen und die hier dann durch einen Arpeggiator, durch alles mögliche, sämtliche Node-FX-Geschichten durchjagen, mit Modulatoren versehen und da zum Beispiel einer langsamen Fläche irgendeine Melodie noch hinzupacken und die per Automation rein- und rausfahren oder wie auch immer. Ohne, dass ich jetzt zusätzlich nochmal das Gleiche da mache. So, und dasselbe oder das Gleiche, nicht dasselbe, gibt es noch für einen Audio Receiver. Und der Audio Receiver in dem Fall holt sich nämlich den Audio Output von dem Poly Glitzer und hängt dann noch so einen Reverb ran. So, das heißt, ich kann aus einem Instrumententrack entweder die Noten rausholen oder das Audio. Liefert ja beides. Das sieht man ja, wenn Musik läuft. Sollte ich vielleicht auch irgendwas nehmen, was gerade spielt. Sieht man ja immer hier oben, dass da ein MIDI-Ton durchgeht und hier unten sieht man, dass Audio erzeugt wird. Hier oben geht ein MIDI-Ton rein, der kommt hier von dem Track und das Instrument erzeugt ein Audio und MIDI und Audio werden dann quasi durch die verschiedenen Devices hindurchgezogen. Man sieht dann immer hier MIDI, Audio komplett durch. Und das kommt natürlich auch hinten an dem Kanal raus. Was ich dann eben mit einem entweder Node Receiver rausziehen kann oder eben einem Audio Receiver rausziehen kann. Und dann eben auch spielen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Audio Receiver gleich scharf schalte, hier das Mute rausnehme, hört man einfach, wie dieses Reverb dann nochmal in den Höhen angehoben wird. Ich schalte es jetzt mal ein. Bisschen streng. So hört sich das normal an. Und man kann da eben alles Mögliche mitmachen. So, und jetzt gibt es noch ein für das MIDI-Recording. Und zwar zum Beispiel der Fall, ich habe jetzt hier ein Instrument definiert mit einem Arpeggiator und jede Menge verschiedene Geschichten hier definiert und habe jetzt zum Beispiel folgenden Mega-Sound. So. Und diesen Wahnsinns-Sound, den ich hier welthitverdächtig zusammengebastelt habe, ist ja jetzt einfach nur eine Kombination zwischen Arpeggiator und Instrument. Und im Endeffekt, wenn man sich das hier anguckt, spielt das Ding hier eine einzige Note. So, und jetzt will ich aber zum Beispiel diesen Track als MIDI-Track rausgeben. Und dazu muss ich dann die MIDI-Noten, was mir diese gesamte Konstruktion hier rausballert, muss ich am besten in eine zweite Spur aufnehmen.
Und da mache ich mir eine zweite Instrumentenspur und nehme mir als Input diese Spur hier. Das heißt, ich habe jetzt, bin jetzt einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich gehe hier in Tracks und nehme mir, wo ist es, MIDI Recording, diesen Polymer. Und zwar das Ende vom Polymer. Hört sich auch nicht schlecht an. So. Und jetzt kann ich hingehen und kann einfach auf diese Spur auf Rekord stellen und hier jetzt auf Aufnahme. Und dann seht ihr schon, dass die Noten hier reingezogen werden. Also, und wenn ich jetzt nur den hier spielen würde, ich habe jetzt einfach mal ein anderes Instrument genommen, habe ich eben die MIDI-Noten hier am Start, die ich zusammen mit dem Arpeggiator und noch ein paar Modulatoren eben erzeugt habe. So. Und das war's dann auch schon wieder. Zum Schluss möchte ich einfach nur nochmal darauf hinweisen, weil das echt ganz oft immer wieder. Ah, ich hatte auf Caps Lock gestellt, deshalb funktionierten meine Tasten nicht. weil das immer wieder vergessen wird, nochmal auf dieses Studio-IO-Panel und den Mono-Knopf hinweisen, wenn ihr euren Song auf Mono-Kompatibilität prüfen wollt. Ganz wichtiger Tipp. Und dieses ganze Rumgeeier mit dem Tool auf die Masterspur legen und dann auf Mono stellen, alles völlig übertrieben. Das ist eigentlich der bessere Weg. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, auch wenn es jetzt mal wieder ein bisschen länger war. Aber ich wollte einfach mal so einen gröberen Überblick mit dem Hin und Her und was kann ich da tun und machen. Ja, einfach mal so geben und ich hoffe, das hat euch so ein paar Infos noch mit dazugegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert. Ich freue mich immer über Kommentare und wenn Fragen dabei sind, versuche ich sie zu beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.